Hallo Leute, wir sind hier bei Oblivion. Wir sind am letzten Speicherstand angekommen und da sehen wir den Goblin. Ich sehe gar nicht, ob er mich anguckt oder nicht. Ja, er guckt mich an. Feuerball! Ah, ich werde sterben. Nee, er zieht mir weniger, aber als ich leichte Rüstung, Fertigkeit wurde verbessert. Sterb! So. Er hat einen Eisenstreitkolben. Hey, cool, der hat zwei Angriff, den nehme ich gleich. Ha, ich habe ihn genommen. Hallo? Oh, ich muss wieder die Steuerung ändern. Leute, wieso bleibt die Steuerung so, wie ich sie will? Benutzen, aktivieren ist E. Und springen ist Leertaste. Okay, das bleibt. So, endlich. So, jetzt holen wir uns eine Waffe. Und den gucken wir uns natürlich auch mal an. Der hat halt Bärenfels und Gold. So, wenn wir jetzt schon die neue Waffe haben, dann Hut des Pilzes. Lebensenergie wiederherstellen. Und Ausdauer. Okay, Eisenstreitkolben. Oh, wir haben mehr. Oh. Können wir jetzt. Warte mal, wenn ich den. Ja, so. Wenn ich den Schild wegmache. Und nur den. Aber ich kann nicht ein. Wieso steht da ein Handy? Ich kann doch sowieso nur ein Handy. Keine Ahnung. Ist nicht so schlimm. Erstmal. Ich habe die Hotkeys nicht gescheit drin. So. Ja, wir haben ihn ausgerüstet. So, jetzt können wir auch mal weitergehen. Das funktioniert gerade nicht. Okay, jetzt funktioniert sie. Ein Falle. Ja, wir haben sie ausgelöst, aber. Ja, toll. Okay. Jetzt gehen wir auf jeden Fall mal weiter. Hier oben ist nichts. Nein, hier ist nichts, aber langsam sollten wir auch mal aus diesem Scheiß hier rauskommen, sag ich mal. Wartet, Leute. Ich habe gemerkt, dass in den letzten Folgen, dass da die Audioqualität ein wenig komisch war und deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen leiser gestellt, weil ich habe nicht das lauteste Mikrofon, deswegen so. Ey, cool, eine Kiste. Oh, gut, cool, cool. Das mag ich richtig, das Schlossknacken. Bumm. Und wir haben es wieder geschafft. Dietriche und Eisenpfeiler. Gut. Wartet, Leute, wir könnten. So, jetzt haben wir das weggeworfen und jetzt können wir unseren. Ach ne, wir behalten mal das. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ein Goblin, ein Goblin. Rüst aus, andere Dinge ausrüsten. So. Aber wir sind ja immerhin ein Magier und können. Zauber! Und da ist noch einer. Warte mal. Ich werde sterben. Ja. Aha. Lauf, lauf, lauf. Muss kurz quicksaven, muss quicksaven. Quicksave. Hallo? Wo bist du? Leute, das ist nicht lustig. Wir sind ein Magier, also greifen wir auch mit Magieattacken an. So, da gehen wir jetzt mal auf ihn zu. Und wir werden. Ich werde mich nicht von dir töten lassen. Komm doch her, hä? Du kannst nicht. Yeah, unser Eisenpfeil.
Der hat auf jeden Fall Eisenpfeile dabei. Und einen eisernen Bogen, den habe ich aber schon. Rostige Eisenschreitaxt und Dietriche. Und zwei Kisten. Und wir müssen wieder unsere... Nein! Verdammt! Yes, wir haben es geschafft. Gut, Dietriche und wieder Eisenpfeile. Das ist auf jeden Fall schön. Die nehme ich natürlich alle mit. Und, oh, ich habe vergessen, dass ich... Ja, die nehme ich natürlich auch alle mit. Das ist ja klar. Ich habe vergessen, dass ich nicht mehr schleiche. Hallo? Ach gut. Wir schleichen mal ein wenig schneller. Okay, wir kommen in einen großen Raum. In einen großen... Oh Gott, oh Gott. Er hat uns gesehen. Goblin-Berserker, oh mein Gott. Und Magie! Wow! Okay, okay, okay. Okay, ich habe mich gerade... Oh, was ist das? Lederschild. Okay, den haben wir schon. Ich muss gerade wieder ein bisschen ändern. Okay. Es ist wirklich sehr dunkel gerade. Ich sehe gerade recht wenig. Ich guck mal, ob ich die Helligkeit ändern kann, ohne dass es... Nein, die kann ich leider nicht ändern. Okay, weil ich sehe gerade recht wenig. Das muss ich leider zugeben. Und da ist auch schon mein Gegner. Hallo. So, Messer. Und Dietriche. Ich glaube, wir würden es schaffen, uns an den... Hat er uns gesehen? Er hat uns noch nicht gesehen. Das ist gut. Jetzt hat er uns gesehen. Okay, greifen wir den Feuerball an. Okay, ich bin fast tot, aber wir... Okay, erstmal ein Quicksave. Okay, gut, wir haben gequicksaved. Und jetzt Rattenfleisch. Hat er dabei? Okay, das ist okay. Hallo? Jetzt. Oh, da oben ist noch einer. Holen wir uns aber erstmal, müssen wir uns heilen, weil sonst werde ich da gleich schneller verrecken als, keine Ahnung, was soll ich sagen. Ihr wisst, was ich meine. Eure Magie ist niedrig. Ja, wir können unsere Magie, die stellen wir mal auf jeden Fall wieder hoch, weil wir natürlich Lebensenergie, das brauchen wir. Magiker, gut. So, den Typ versuchen wir mal zu erschleichen. Was? Achso, ja, den. Nein, den versuche ich eigentlich. So, den versuche ich jetzt mal zu erschleichen. Hallo? Lass mich vielleicht mal raus, danke. Hallo? Jetzt komme ich hier nicht raus. Ich will doch nur hier raus. Hallo? Ich komme hier nicht mehr raus. Das kann doch nicht sein. Und ich bin auch noch entdeckt. Okay, wir sind draußen. Oh Gott. Ein normaler Problem. Den müssen wir normalerweise so schaffen. Und jetzt gehen wir da noch hin und töten. Dich. So, da müsst ihr auch nochmal nur ein normales Messer dabei haben. Und, oh nein, er hat gar kein Messer dabei. Okay. Da vorne haben wir noch einer. Der scheint der Endboss sozusagen zu sein. Den werden wir, wie schaffen wir den? Ich versuche mal mit Schleichen, aber. Oh, ich hänge an dem Stühlchen fest. So, jetzt gehen wir erstmal dahin. Ich habe schon eine recht gute Idee, was ich da machen werde. Ich werde ihn mit einem normalen Hieb treffen und dann mit ein paar Feuerschlägen angreifen. Ganz langsam. Ganz langsam. Ganz langsam. Ganz
Und Attacke. Wo gehst du hin? Hallo? Und Schutz. Er hat mich trotzdem getroffen. Stirb! Stirb! Nein! Wo gehst du hin? Nein! Das war jetzt ein wirklich unreiner Rubin, kleiner Seelenstein. Mann! Ey, Leute, das war... Also, das war gerade echt hart. So, da haben wir einen... Oha, da ist sehr viel wert. Den nehmen wir natürlich. Das ist ein, klar, dass wir den nehmen. Okay, wir können jetzt aber mit Schleichen aufhören. Und hier war irgendwo eine Truhe. Ah, da ist sie. Oh, wieder ein Schloss. Gut. 16 Dietriche haben wir ebenso und Hammer reparieren, Goldnugget, Gold, Silber aus unreiner Topas. Gut. Ihr habt einen Reparaturhammer gefunden. Rüstet euch damit aus, um mit eurer Waffenschmiede fertig. Ich habe keine Waffenschmiede. Zu reparieren. Ja, okay. Das brauche ich jetzt gerade noch nicht so ganz. Und jetzt geht es wohl. Okay, ah, da ist ein Loch. Ich hab's übersehen. Okay. Weiter geht's. Ich hoffe, wir kommen jetzt dann langsam mal aus diesem Dungeon hier. Achso. Wir kommen jetzt langsam mal aus diesem Dungeon hier raus, weil ich habe langsam echt keine Lust mehr auf den. Der nervt mich die ganze Zeit schon so arg, dass ich. Oh, und eine Truhe hinter der Ecke. Dietriche und Eisenpfeile kann man natürlich immer brauchen. Wobei ich sagen muss, dass ich den Bogen jetzt nicht so oft benutzt habe bisher. Ein Schützneuling verliert beim Schießen an Ausdauer. Achso, ein Schützneuling. Also ich bin ein Schützneuling, das kann man ruhig sagen. Und ja, was soll ich nur sagen hier? Wir gehen mal weiter. Wir schleichen natürlich. Wir rüsten uns mal mit dem Bogen aus, falls eine Tür... Könnte jetzt schon wieder anderes kommen. Wir sollten eine Stelle finden, die wir leicht verteidigen können, den Kaiser schützen, bis Hilfe kommt. Okay. Haben Sie mich schon entdeckt? Hilfe? Wie kommt ihr darauf, dass Hilfe eintrifft, bevor noch mehr von diesen Kerlen kommen? Sind Sie schon wir müssen wieder? Den Kaiser von hier fortbringen. Sie haben mich nicht gesehen. Ach so, ich warte hier mal. Oder nein, nein, nein. Ich helfe dir. Gut dem Kaiserreich. Ihr habt Glück, dass ich euch gut leiden kann. Sonst wäret ihr bereits tot. Oh, er hat mich schon lange bemerkt. Verflucht. Schon wieder dieser Gefangene. Tötet ihn. Hat der was dabei? Und der? Nein, er ist keiner von ihnen. Er kann uns helfen. Oh, cool. Hab ich schon eine Hose an? Dunkelbier, das brauche ich auf jeden Fall. Aber mal gucken, habe ich überhaupt schon eine Hose? Ja gut, ich habe schon gedacht, ich laufe jetzt ohne Hose rum. Ihr könnt nicht verstehen, weshalb ich euch vertraue. Wie soll ich das... Kannst du nur wieder aus seinem Gesicht rausgehen? Ich habe den Neuen mein ganzes Leben lang gedient. Und ich finde meinen Weg durch die Zyklen des Himmels. Der Himmel ist mit zahllosen Funken markiert. Jeder von ihnen ein Feuer. Jeder von ihnen ein Zeichen. Ich kenne diese Sterne gut und ich frage mich, unter welchem Zeichen stand eure Geburt? Das weiß ich selbst nicht. Oh. Okay. So, jetzt gucken wir erstmal, was wir so alles haben. Also ich habe letztes Mal schon gesehen, dass es hier den Krieger gibt. Der erhöht das Stärke-Attribut und ich denke, ich bin sicher, dass ich den hier nehmen werde. Das weiß ich jetzt schon. Zeichen, die ich gelesen habe, deuten vom Ende meines Weges. Ja, ja. Der Tod, ein notwendiges Ende.
wird mich zu gegebener Zeit ereilen. Kannst du mal da weggehen, bitte?